Ein weiterer Aspekt der Selbststeuerung ist die Frage nach den Regelkreisen. Ein einfaches Steuerungsprinzip, das wir aus der Technik kennen, ist die Ist-Soll-Steuerung. Nehmen wir als Beispiel den Verkehr. Er fließt dahin, aber es soll nun anhalten. So muss die Ampel auf Rot schalten, damit der Verkehr verlangsamt und zum Stehen kommt. Auch Sie können Ihr Leben so steuern. Und das tun Sie ganz oft. Es ist Ihnen ein Sollwert gegeben. Das sollen Sie tun. Eine Arbeitsanforderung erfüllen. Ein Akkordwert zum Beispiel. Eine Prüfung ablegen. Überall gibt es in unserem Leben solche Normvorstellungen. Und Sie müssen nun immer wieder den Ist-Wert erfassen und die Abweichung zum Soll-Wert feststellen und entsprechend nachsteuern. Das ist leistungsorientiertes Leben. Das funktioniert ganz gut und ist auch wichtig. Aber es hat seine Grenzen. Denn es kommt nicht von innen heraus. Diese Werte sind uns oft von außen vorgegeben. Wir Theologen nennen das Leben nach dem Gesetz. Und es ist eine grundmenschliche Lebensbedingung, dass wir nach Gesetzen leben. Aber zu einer Selbststeuerung gehört noch mehr. Und das nennen wir Theologen Gnade. Das Leben aus der Gnade heißt, dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass mein Leben nicht daraus besteht, dass ich bestimmte Sollvorstellungen erfülle, sondern dass mir vieles geschenkt wird. Dass vieles einfach so für mich da ist, ohne dass ich etwas leisten kann. Und damit kommen wir aus dem Bereich des Leistenmüssens, des Drucks, des inneren Drucks heraus und kommen in eine neue Dimension des Lebens.